Welche Pflichten hat der Vorstand? Der Vorstand, ich ergänze noch, der AG. Mein Name ist Marius Ebert. Wir sind dabei, Fragen und Antworten zu behandeln, schon seit einigen Monaten. Nochmal zur Erinnerung, die AG hat drei Organe, den Vorstand, den Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Und wir sind jetzt hier und fragen uns, welche Pflichten hat der Vorstand? Im nächsten Video fragen wir uns dann, welche Aufgaben hat der Vorstand? Ja, welche Pflichten hat der Vorstand? Oder anders gesagt, was darf er nicht tun? Also, Vorstand, Pflichten. Nun, was ist seine Pflicht? Pflicht ist mehr was von der so Richtung Grundeinstellung. Er muss sorgfältig und gewissenhaft handeln. Ja, wenn er ist ja ein Organ und verwaltet im Prinzip Vermögen, das ihm nicht gehört, sondern das den Aktionären gehört. Deswegen muss er sorgfältig und gewissenhaft handeln. Und manche sagen jetzt haha, ja, weil es natürlich hier Gegenbeispiele gibt. Er muss die, nicht dieser, schauen wir mal, die Vermögensinteressen der Aktionäre stets beachten. Ja, denn, wie gesagt, er verwaltet Vermögen, das ihm nicht gehört. Und für den Vorstand gilt das Wettbewerbsverbot. Er darf also nicht noch nebenher der Gesellschaft, die er vertritt, Wettbewerb machen. Das sind die wesentlichen Pflichten. Ob Vorstände das immer so tun, darüber kann man wiederum lange streiten, aber das ist zumindest die Idee hier. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video, der führt Sie zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.